In Eschenbach in der Oberpfalz wütete das Unwetter. Dort kam es zu besonders starken Regenfällen, die vor allem die Autofahrer forderten. Dashcam-Aufnahmen zeigen die schlechte Sicht aus dem Auto. Ein schweres Gewitter wütete auch im Landkreis Forchheim. Beeindruckende Zeitrafferaufnahmen zeigen die massive Gewitterzelle. Am Straßenrand sind zahlreiche Hagel- und Graupelhaufen zu sehen. Besonders betroffen waren der südliche und östliche Teil der Region. In den Orten Pommer und Kersbach fielen zahlreiche Bäume dem Unwetter zum Opfer. Die umgestürzten Bäume blockierten ganze Straßen, sodass diese nicht mehr passiert werden konnten. Es kam zu Dutzenden Einsätzen der Feuerwehr.